keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video, in dem wir uns die Wunde in Silithus genauer anschauen und später auch noch darauf eingehen werden, wie wir denn voraussichtlich eben am Ende der Erweiterung von Legion unsere Artefaktwaffen verlieren werden. Wir unterteilen das Video also quasi in drei Bereiche, nämlich erst einmal die aktuelle Wunde von Silithus, die wir hier sehr schön sehen, wie das Ganze auf dem Live-Server sich präsentiert. Dann schauen wir uns später noch das Ganze auf dem PTR an. Dort läuft ja aktuell der Patch 7.3.5 und dann kommen wir noch zu den Artefaktwaffen. Sobald man Argus in dem aktuellen Schlachtzug Antorus besiegt hat, gibt es am Ende ja ein kleines Cinematic, in dem man sieht, wie Sargeras eingekerkert wird. Doch bevor dies passiert, stößt er sein Schwert ja in Azeroth hinein und genau hier steckt es nun in Silithus. Der dunkle Titan hat sich da natürlich ein sehr schönes Gebiet ausgesucht, die Bevölkerungsdichte liegt hier irgendwo zwischen Kröte und Käfer, das Ganze ist also nicht wirklich ein großer Verlust. Ein bisschen natürlich die paar Nachtelfen und Tauren, die hier vom Zirkel des Szenarios stationiert waren, sind nun, naja, nicht mehr vorhanden, aber ansonsten hat das Ganze ja eigentlich nur die Kammerjägerarbeit erledigt. Geschichtlich gesehen hat das Ganze natürlich ein paar weitere Auswirkungen, die deutlich größer sind als das, was man jetzt rein vom Gameplay her hier irgendwie sieht, denn außer dem großen Schwert und der zerstörten Landschaft hat man momentan auf dem Live-Server nichts davon. Doch geschichtlich ist es ja so, dass in unserer Welt, in Azeroth, eine Weltenseele, also ein ungeborener Titan, lebt, steckt und dementsprechend nun verwundet ist. Dieses ganze rote und goldene Zeug, was um das Schwert herum unten herumliegt bzw. rausfließt, ist quasi das Blut unserer Weltenseele. Sargeras an sich ist momentan keine Gefahr mehr, aber sein Schwert steckt eben immer noch in unserer Welt drin und macht momentan nicht den Anschein, sich von hier wieder zu verflüchtigen. Und wir sehen es sehr gut, dass die Macht der Weltenseele im Prinzip in dieses Schwert, naja, hineingesogen wird und gleichzeitig wird aber das Blut, welches austritt und die Weltenseele an sich durch die Macht des dunklen Titanen, welches auch in seinem Schwert steckt, korrumpiert. Man kann hier übrigens in Silithus sehr weit hochfliegen und auch direkt vor dieses, ich nenne es mal Auge von dem Schwert. Epileptiker sollten hier vielleicht jetzt ein bisschen wegschauen, denn das Ganze ist durchaus, naja, sehr farbenfroh, nenne ich es mal. Aber man kann nicht ganz oben drauf landen. Tatsächlich ist das Schwert höher als die maximale Flughöhe. Kommen wir nun aber zum PTR, denn am vergangenen Freitag gab es dort einen neuen Patch, einen neuen Build zu Patch 7.3.5 und dieser brachte ein paar Neuerungen auf die Testserver. Das erste, was auffällt, ist, dass das Gebiet deutlich dunkler ist. Das liegt zum einen an der Tageszeit auf dem PTR, zum anderen aber auch daran, dass das Ganze hier mehr oder weniger in eine Art Nebel gehüllt ist, wie wir jetzt sehen. Und es fehlt natürlich das Schwert. Allerdings dürfte dieses wieder dort zu sehen sein. Momentan haben wir da diese lustige pinke Schachtel, diesen pinken Würfel. Dieser ist ein Platzhalter für einen Gegenstand, wie man ihn eben auch von der Beta kennt oder von diversen anderen PTR-Builds. Dementsprechend wird dann das Schwert wieder dort drin stecken, allerdings eben ein anderes Modell, denn ansonsten hätten die Entwickler natürlich einfach das genommen, was sie schon haben. Ansonsten, das Blut ist mittlerweile zu Felsformationen geworden. Es hat sich kristallisiert, kann man sagen. Wir haben hier diese Azerit-Stücke überall und Azerit ist in der nächsten Erweiterung ja das, was aktuell die Artefaktmacht ist. Wir werden ja in Battle for Azeroth das Herz von Azeroth bekommen. Das ist ja unsere Artefakt-Halskette und diese werden wir eben durch Azerit ermächtigen können. Und genau darum geht es eben hier auch bei der Wunde von Silithus. Das Blut, welches sich kristallisiert, also eben das Azerit bildet, ist ungemein mächtig. Und dies möchte natürlich nun jeder nutzen. Auf der einen Seite natürlich die bekannten Fraktionen, Allianz und Horde. Wir haben zudem aber auch noch Goblins, die hier natürlich ihr eigenes Ding machen. Aber darüber hinaus natürlich auch diverse andere Schergen. Mit dem Release von Patch 7.3.5 wird es hier vielleicht die ein oder andere Questreihe geben. Aktuell ist dies auf dem PTR noch nicht der Fall und später dann mit dem Pre-Patch zu Legion könnte hier durchaus auch noch ein größeres Pre-Event stattfinden. Trotz dass der PTR zu Patch 7.3.5 aktuell ja noch in einer Art, man kann sagen, sich in einem sehr frühen Stadium befindet, haben die Entwickler hier schon ordentlich Stuff implementiert, möchte man meinen. Nämlich unter anderem die ganzen Goblins, die hier mit ihren großen Geräten und Sprengstoff am Werk sind, aber auch zwei andere Dinge, nämlich haben Horde und Allianz jeweils einen kleinen Außenposten errichtet.
Diese beiden Außenposten sind nicht besonders groß, es handelt sich im Prinzip nur um ein paar Strukturen, damit die NPCs und späteren Questgeber nicht ganz alleine einfach in der Wüste herumstehen. Dennoch, man erkennt hierbei sehr gut, dass die Allianz und Horde, die ja in Legion noch sehr stark gemeinsam gearbeitet hat, um eben die brennende Legion zu bekämpfen, um die Welt zu retten, nun wieder auf jeden Fall unterschiedliche Wege geht. Und dies zeigt sich natürlich schon alleine dadurch, dass man kein gemeinsames Basislager hat, sondern jeder sein eigenes Lager nutzt und seine eigenen Ziele verfolgt. Während die Horde natürlich ganz rustikal mit Bäumen und Stämmen baut, ist es bei der Allianz so, dass man die gewohnten Zelte mit einigen Holzelementen sieht. Hierbei haben wir auch noch was Besonderes in dem Lager, nämlich steht Khadgar am Lagerfeuer. Dieser mag allerdings noch nicht wirklich mit uns sprechen. Kommen wir nun also dazu, wie wir unsere Artefaktwaffen am Ende von Legion voraussichtlich verlieren werden, denn die Dataminer haben einen interessanten Questtext bzw. einen Dialog gefunden. Und zwar spricht Magni Bronzebart mit uns und erzählt uns, dass das Schwert von Sargeras die Lebenslinie bzw. das Blut unserer Welt verdirbt und es gibt nur eine Macht im Universum, die das Ganze aufhalten kann. Und das sind unsere Artefaktwaffen. Wir werden unsere Artefaktwaffen nutzen, um die Korruption aus dem Schwert von Sargeras zu ziehen. Dadurch wird die Korruption in unserer Artefaktwaffe gebündelt und wir können diese dadurch natürlich nicht mehr nutzen. Sie wird unbrauchbar. Die Waffe ist dann nicht mehr gut, sie kann nicht mehr für Gutes verwendet werden, sondern sie ist im Prinzip böse. Vom Gameplay her müsst ihr euch keine Sorgen machen, denn selbst wenn das Ganze schon mit 735 in das Spiel kommt, ist es so, dass man natürlich bis zum Ende der Erweiterung die Artefaktwaffen weiterhin nutzen wird. Die Wunde in Silithus wird sich auf jeden Fall noch weiter verändern und weitere Inhalte wird es hier noch geben und wir werden uns das Ganze dann natürlich entsprechend anschauen, wenn es soweit ist. Ich bedanke mich an dieser Stelle sehr fürs Zusehen, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, bis dahin, bis zum nächsten Mal, euer Kabasch.